Box Video Tagebuch Teil 2. Ich befinde mich vor dem Eden Stadium, wo morgen das Spiel Deutschland gegen Dänemark stattfinden wird. Ist wahrscheinlich das einzige Stadion, das ich kenne zumindest, das jetzt direkt integriert hat. Schleichwerbung. Da ist dann auch der Media Entrance, da geht's da vorne rein. Da werde ich jetzt hinschauen, denn dort steht die Pressekonferenz mit Trainer Horst Rubesch und mit Leonardo Bittencourt. Dann ist noch Abschlusstraining angesagt und ein kleiner Expertentalk mit zwei Kollegen zum morgigen Spiel. Wir sehen uns, bis gleich. Neben mir Christian Kitsch von der Bild, Jonas Noe von Sport1. Wir befinden uns im Raum, wo eben noch die Pressekonferenz stattfand. Mit Horst Rubesch und Leonardo Bittencourt. Die Spieler samt Coach sind jetzt gerade draußen im Stadion beim Abschlusstraining. Kurz eure Einschätzung einmal zum Spiel morgen, Christian. Glaubst du, dass die deutsche Mannschaft besser rauskommt als gegen Serbien? Muss ja. Also wenn sie nicht besser rauskommen, dann kann sie den Namen noch nicht bauen. Also muss ja schon ganz anders auftreten als gegen Serbien. Ja, aus Ruhig hat es ja gerade selber gesagt. Also von Anfang an da sein, von Anfang an Präsenz zeigen auf dem Platz. Und das sollte auch klappen. Ich glaube, die Spieler haben es verstanden, worum es geht. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir morgen eine andere Mannschaft sehen werden. Okay. Jonas, jetzt muss Trainer Horst Rubesch einmal wechseln. Er muss Günther ersetzen, der wahrscheinlich durch Nico Schulz ersetzt wird auf der Linksverteidigerposition. Glaubst du, dass er noch andere Wechsel vornehmen wird? Ich denke auf jeden Fall. Im Mittelfeldzentrum muss meiner Meinung nach was passieren. Moritz Altner hatte da einen ganz schwachen Tag gegen Serbien. Also viel zu wenig Impulse bekommen. Da gibt es auch genug Alternativen und ich denke auf jeden Fall, dass er da umstellen wird. Glaubst du, dass er Kimmich oder Geis bringt eher? Kimmich hat ein sehr gutes Spiel gemacht, der den Ball hatte, hat für viel frischen Wind gesorgt da. Eigentlich die erste Alternative meiner Meinung nach. Okay. Christian, du hast vorhin selbst spekuliert, dass er Kevin Volland ins Mittelfeld zurückbeordern könnte. Nee, in den Sturm. Das ist sicherlich eine Variante, die denkbar ist, aber es gibt es auch möglich, dass das Hofmann weiterspielt. Also er hat da ein paar Möglichkeiten. Sicher, ich glaube auch, dass Moritz Leitner nicht von Anfang an spielen wird, wer dann auf der 6 spielt, mit Emre Can zusammen. Keine Ahnung, wird man sehen, lassen wir uns überraschen. Okay, wir lassen uns überraschen und wir sehen uns morgen nach dem Spiel.